Liebe E-Studis, mit diesem Screencast möchte ich euch zeigen, wie ihr Dienste, die eigentlich nur im Netzwerk der Universität Bremen nutzbar sind, auch von zu Hause aus nutzen könnt. Und zwar mit Hilfe eines Proxy-Servers. Warum will ich das überhaupt tun? Zum Beispiel habt ihr hier bei der ELIP-Suche der Universität Bremen auch mal Ressourcen mit dabei, die online abrufbar sind, also wo es PDFs gibt. Wenn ihr hier zum Beispiel in der Suche erfolgreich studieren, gibt es natürlich eine Reihe von Büchern, aber es gibt auch hier E-Books. Dieses E-Book ist hinter diesem Link versteckt. Wenn ich hier draufklicke, komme ich direkt auf die Online-Variante dieses Buch. Allerdings, ich kann das nur in dem Netzwerk, wenn ich mich im Netzwerk der Uni Bremen befinde. Wenn ich das von zu Hause aus machen möchte, brauche ich dazu einen kleinen Trick, und zwar einen Proxy-Server. Wir nutzen hierfür ein kleines Add-on, das uns das Ganze so einfach wie möglich gestaltet. Das Ganze heißt FoxyProxy. Wenn ihr das in Google-Suche eingibt, werdet ihr auch direkt dahin geleitet. Und zwar mit diesem Add-on bauen wir uns eine kleine Erweiterung ein in unseren Firefox-Browser. Wir gehen hier auf die Seite von FoxyProxy, gehen zum Download-Bereich, sagen hier Add to Firefox. Okay, bitte installieren. Dann wird das Ganze heruntergeladen. Man muss den Firefox neu starten. Das tun wir in diesem Fall auch. Das dauert einen kleinen Augenblick. Dann werden wir weitergeleitet. Okay, das hat alles funktioniert. Das schließen wir erstmal wieder. Jetzt wird es hier angezeigt. Jetzt geben wir suchen wir nach den Proxy-Einstellungen der Uni Bremen. Einfach Proxy Uni Bremen eingeben. Und dann finden wir hier auch beim Zentrum für Netze finden wir die Einstellungen, die wir für unseren Foxy-Proxy brauchen. Der Foxy-Proxy hat sich übrigens, das ist dem einen oder anderen vielleicht sogar schon aufgefallen, hier unten integriert, unten rechts in der Browserleiste integriert. Im Moment ist er inaktiv. Wir gehen hier mal mit Rechtsklick drauf und sagen, okay, Optionen und sehen hier diese Ansicht. Das sieht alles komplex aus. Wir müssen uns damit gar nicht beschäftigen. Wir gehen einfach hier auf Neuen Proxy anlegen, stellen bei Allgemein ein Uni Bremen. Und bei Proxy-Details die Sachen, die hier stehen. Da müssen wir uns mal die Fenster hier ein bisschen zur Seite machen. Beziehungsweise hier so, genau. Und tragen das Ganze hier oben mit ein. proxy.zfn.uni-bremen.de. Und den Port müssen wir auch noch festlegen. Da nehmen wir 3128. So, jetzt klicken wir drauf OK. Dann sind die Daten hier gespeichert, abgelegt. Jetzt gehen wir hier auf Schließen. Und dann wählen wir wieder hier mit rechts diesen Proxy aus. Der steht jetzt hier mit drin. Verwende Uni Bremen als Proxy. Das heißt, für alle URLs, die wir aufrufen, möchten wir den Proxy der Universität verwenden. Den klicken wir an. Und sobald ich jetzt die erste Mal eine Seite aufrufe, zum Beispiel den von der ELIP, jetzt loggt ihr euch einfach mit eurem ZFN-Login ein. Das tue ich auch mal. Also mit dem Login, den ihr bekommen habt bei der Immatrikulation. Geht auf OK. Da können wir hier auf Speichern klicken. Dann hat er das für die nächsten Male abgespeichert. Und wenn wir jetzt nochmal auf Erfolgreich studieren gehen, dann sehen wir dieses Buch wieder und können direkt auf diesen Link klicken und die Inhalte, dadurch, dass wir den Proxy verwenden, dazwischen geschaltet bekommen haben, sehen wir die Inhalte dieses Buchs auch hier drin und können direkt von zu Hause aus auf die Inhalte des Buches zurückgreifen und können uns das Ganze sogar als PDF runterladen. Als Feedback, dass das Ganze funktioniert, dreht sich hier unten auch immer schön der kleine Fox. Wenn sozusagen der Proxy-Server aufgerufen wird. Ja, so viel zu diesem kleinen Add-on, dem Foxy-Proxy, der es uns ermöglicht, mithilfe der Proxy-Einstellung der Universität Bremen Inhalte zu verwenden, die eigentlich nur über das Netzwerk der Uni Bremen nutzbar sind. Soweit so gut. Mein Name ist Thomas Bernhard. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt eine Kleinigkeit fürs Studium mitnehmen können.